Man muss nicht immer neu kaufen. In diesem Videoformat möchte ich dir zeigen, dass man mit Secondhand-Kleidung durchweg gute Outfits zusammenstellen kann. Wir sehen uns nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und heute gibt es wieder ein Lookbook. Ich habe bereits ja schon ein paar Videos dazu gemacht, findest du hier. Und mit diesen Videos möchte ich dir zeigen, dass man durchweg auch mit Secondhand-Kleidung super tolle Outfits zusammenstellen kann. Und ich bediene mich meistens von YouBab, aber auch, also ich habe auch schon im Kleiderladen bei mir eingekauft oder eben auf Flohmärkten. Und ich würde einfach sagen, wir legen jetzt mal los mit Outfit Nummer 1. Das fängt nämlich mit einem Fliederpulli an. Und den habe ich damals auf dem Flohmarkt gekauft für ganz, ganz wenig Geld. Preis weiß ich nicht mehr. Und das war so das erste Kleidungsstück, wo ich mir besorgt hatte mit dem Hintergedanke, fast nur noch Secondhand zu kaufen. Und das hat bei mir auch ganz klein angefangen, mit diesem Pulli eben. Also man muss ja nicht gleich größenwahnsinnig werden, aber so nach und nach verschiedene Kleidungsstücke in den Kleiderschrank einziehen lassen, die eben Secondhand sind. Und dann bemerkt man schon, dass es von der Qualität einfach viel besser ist. Ich habe jetzt zum Beispiel auch so einen Pulli aus dem Kleiderladen an und der ist einfach von der Qualität her richtig gut. Das ist... Wenn man dann so ein Teil findet, das ist wie so eine Schatzsuche, muss ich sagen. Zu dem Fliederpulli hatte ich eine schwarze Leggings an, das ist noch eine H&M Leggings. Werde mir aber eine von Tok Tok kaufen, sobald die den Geist aufgibt. Und ich habe ein Halstuch dazu getragen, weil jetzt ist es halt eben mega kalt und ich brauche was um meinen Hals rum. Und das ist auch ein Fair Fashion Stück, nein, ich würde es nicht Fair Fashion nennen, aber... Es war so eine Geschichte, die Marcina Tricot angeboten hat, aus Bio-Baumwolle. Und ich habe das Halstuch jetzt auch schon ewig lang. Dazu habe ich meine grüne Jeansjacke getragen von H&M. Die habe ich ja jetzt auch regelmäßig getragen gehabt. Die kann man aber nur anziehen, wenn wirklich die Gradzahl noch zweistellig ist. Heute haben wir 3 Grad. Da geht sie nicht mehr, da ist sie zu kalt. Und dazu habe ich dann auch meine schwarzen Chelsea Boots angehabt. Die habe ich bei YouBab Gebrauch gekauft. Für 10 Euro ist auch ein richtiges Schnäppchen gewesen. Outfit Nummer 2 besteht aus dem blauen Glitzerpulli, den ich noch herkömmlich bei H&M gekauft hatte. Also den habe ich schon super lang. Aber diesen Pulli kannst du maximal einmal tragen, weil der Kunststoffanteil in diesem Teil so hoch ist, eben durch die Glitzerfasern, du riechst so schnell verschwitzt. Also ein Tag geht und das war's dann auch. Ich trage das Ding gerne. Das lebt wahrscheinlich deswegen noch, weil es eben nur einmal getragen werden kann. Du kannst das nicht öfters tragen, das geht gar nicht. Der hat hinten so einen Reißverschluss und das fand ich mal eine Zeit lang richtig cool. Das, und als ich den gefunden habe, fand ich das einfach super toll. Dazu trage ich die grüne, ich glaube der Farbton heißt Teal oder so. Ihr könnt mir das gerne mal unten in den Kommentaren verbessern. Also auf jeden Fall, ich nenne es jetzt grün, diese grüne Hose, die ich mir da gekauft habe, die so ein bisschen höher ist. Die ist gerade im Winter auch richtig super. Passt auch so ein bisschen zu dem blauen Pullover. Zu der ganzen Geschichte trage ich meine grüne Bomberjacke, weil eben zu dem Zeitpunkt, als ich die Outfits aufgenommen habe, da ist es so heimlich still und leise immer kälter geworden. Und hier trage ich wieder mein Flieder-Halstuch. Ich habe jetzt nicht so mega viele Halstücher, bin auch nicht so der Freund davon, zig Halstücher sich anzuschaffen. Ein paar habe ich schon und dieses Fliederfarbene, das habe ich jetzt schon eine ganze Weile. Dazu trage ich jetzt auch wieder meine schwarzen Chelseas. Die sind einfach super. Ich kann mit denen Auto fahren, ich kann mit denen lange laufen. Die sind super bequem und ich bin ganz froh, dass ich die gekauft habe. Fangen wir bei Outfit Nummer 3 mit einer Kette an, die ich von meinen Eltern geschenkt bekommen habe. Da hat so ganz verschiedene Edelsteine dran. Das ist so ein dünner Schmuckdraht und die mag ich echt gerne und habe sie eigentlich relativ selten getragen. Bin jetzt auch wieder dabei, meinen Schmuck regelmäßiger zu tragen und das, was ich eben nicht trage, muss halt dann ausziehen. Dazu habe ich jetzt mein schwarzes Glitzeroberteil angehabt. Das ist auch von China Tricot noch herkömmlich gekauft.
Also es lebt immer noch. Ich hatte mal so ein rosa-schwarz gestreiftes, das war ähnlich geschnitten, ist aber leider schon kaputt gegangen. Dazu trage ich meine grüne Hose, die eben auch von Jubab ist. Also bei der Hose habe ich vorher eigentlich gedacht, die wäre ein bisschen dünner, ich könnte sie im Sommer tragen. War dem nicht so. Also die ist jetzt für die Jahreszeit richtig gut, weil sie eben bis zum Bauchnabel geht und ja, du halt gerade um die Nieren rum nicht so frierst, da musst du ja auch so ein bisschen jetzt dran denken. Dazu wieder mein Fliederhalstuch. Da habe ich gerne dazu gegriffen, das trage ich jetzt auch gerade regelmäßig. Meine schwarzen Chelsea Boots und die Bomberjacke wieder. Und zu der Bomberjacke, weil wenn es mal richtig kalt ist, brauche ich dann auch eine Mütze, habe ich eine graue Mütze getragen. Die habe ich auch von Jubab, die habe ich mir erst vor kurzem gekauft. Und die sitzt einfach richtig, richtig gut und ich bin froh, dass ich die gefunden habe. Outfit Nummer 4. Und beim Outfit Nummer 4 habe ich einen hellgrünen Pulli mit einer Korthose kombiniert. Und der Pulli ist vom Flohmarkt. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich den bei der ja, Standbetreiberin gekauft habe, da hatte ich zufällig auch was Grünes. Und dann meinte sie zu mir so: Ah, Sie stehen, glaube ich, auf Grün, oder? Würde ich so jetzt nicht sagen. Ich habe nicht arg viel grüne Sachen, aber ich muss bei Grün auch aufpassen, dass es einfach zu mir passt, weil ich doch ein bisschen heller bin. Und das kann sich dann halt doch beißen. Die Korthose habe ich auch vom Flohmarkt. Die ist aber schon eine ganze Weile bei mir. Und da hatte ich damals noch eine zweite, die ich auch auf dem Flohmarkt gekauft habe. Und die ist aber jetzt nicht mehr da, weil die habe ich einfach nicht getragen. Aber die in Kombination mit dem grünen Pulli passt eigentlich ganz gut. Zu der ganzen Geschichte trage ich eine Kette, die habe ich von meinem Brieffreund geschenkt bekommen. Richtig, ich hatte mal einen Brieffreund und die Kette habe ich halt einfach immer noch. Also ich bin mit diesem Brieffreund auch immer noch über Facebook in Kontakt. Das ist ganz witzig. Und dem habe ich auch vor kurzem erzählt, sodass ich diese Kette getragen habe. Dass es die halt einfach immer noch gibt. Und auch hier trage ich wieder mein Fliederhalstuch zu der Bomberjacke, die ich aber nicht hundertprozentig geschickt finde. Bei der Bomberjacke hatte ich mich damals auch so ein bisschen getäuscht. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte da auch so eine Übergangsjacke. Die ist einfach zu warm. Für den Übergang kannst du die nicht nehmen. Die ist jetzt, für jetzt ist die gut. Und meine braun-roten Chelsea Boots trage ich dazu. Die kann ich allerdings, wenn ich Auto fahre oder so, nicht tragen, weil die Sohle extrem dick ist und du hast halt einfach kein Gefühl. Also kann dann auch ein bisschen gefährlich werden. Ich hatte die einmal beim Autofahren an. Ich bin gesagt, nie wieder, weil mir da einfach das Gefühl fehlt. Kommen wir zu Outfit Nummer 5. Und da habe ich einen Pullover an, der ein bisschen länger ist. Den kannst du ein bisschen als Kleid anziehen. Den habe ich im Kleiderladen gekauft für 4 Euro. Und ich kann verstehen, warum dieser Pulli nicht gut angekommen ist bei der Person, die ihn weggegeben hat. Du musst mit der Hand waschen. Er hart, wenn du ihn nicht mit der Hand wäschst und dann verformt er sich halt schon auch so ein bisschen. Man sollte ihn hängend trocknen, mache ich jetzt nicht. Also bis jetzt war ich ganz zufrieden, so wie er nach der Wäsche ausgesehen hat. Dazu trage ich eine schwarze Leggings. Das ist wieder eine H&M Leggings. Sobald die mal den Geist aufgibt, gibt es eine Tok Tok Leggings. Die sollen von der Qualität her ja richtig, richtig gut sein. Dazu trage ich eine Gabelkette. Und diese Gabelkette habe ich von einem Schmied. Da bin ich auf den Markt gegangen und bin mit einer Gabel hin. Und habe ich gesagt, ja, ich möchte da irgendwie einen Anhänger draus haben. Und der hat mir dann einen Anhänger draus geschmiedet, habe ich schon super lange. Dazu trage ich eben meine schwarze H&M-Jacke. Also so ein Mantel. Und die ist das beste Beispiel dafür, dass H&M-Qualität einfach mies ist. Also als ich die gekauft habe, ich kann mich noch gut daran erinnern, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich habe halt eben auch was gesucht, was ich irgendwie tragen kann, was ich, ja, wie sagt man, was halt keine Daunen hat, was kein Fellbesatz hat. Zu dem Zeitpunkt war überall Fell dran und das war echt schlimm eigentlich. Und dann bin ich zu der gestoßen und Klamotten kaufen fand ich schon immer richtig unangenehm, besonders irgendwie, wenn du dann zig Sachen schon angeguckt hast, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Und bei der habe ich nicht richtig geguckt und die hat einen Webfehler am Arm und da hat sich auch schon so ein Loch gebildet.
Und die Jacke hat an der Tasche eben auch schon, die ist auch schon ausgerissen gewesen. Also ich habe die schon mit der Hand mehrmals genäht. Und ja, es hat total schlampig von ihr gewesen. Aber sie hat mir gute Dienste geleistet, tut sie immer noch. Also ich habe mir jetzt aus Sicherheit einen anderen Mantel gekauft, falls ich da echt irgendwo direkt mal richtig heftig hängen bleibe und das dann komplett ausreißt, dann ist es eben vorbei. Aber ich hoffe, ich habe noch ein bisschen was von ihr. Dazu trage ich die graue Mütze. Die habe ich eben von Jubab gekauft. Die mag ich echt gerne und mein Fliederhalstuch. Und ja, das waren meine 5 Outfits der letzten Zeit. Kaufst du Secondhand-Kleidung? Oder wann hast du damit angefangen? Das würde mich interessieren. Und hast du auch so dieses Gefühl, wenn du was gefunden hast, so wie von einer Schatzsuche? Ich weiß gar nicht, warum ich das in jüngeren Jahren nicht ausgeprägter gemacht habe. Ich habe schon auch Kleidungsstücke vom Flohmarkt gekauft. Ich habe einmal so eine richtige 70er-Jahre-Bluse, so ein richtig grün war das, gehabt. Da waren ein paar Leute echt neidisch und so rote, höhere Stiefel. Die habe ich aber auch weggegeben, weil ich sie einfach nicht mehr getragen habe. Auch alles vom Flohmarkt. So richtige Schmankerl habe ich also nicht mehr wirklich gefunden. Aber das waren so Sachen, da war ich schon so ein bisschen stolz drauf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und das ist wie eine Schatzsuche einfach. Und ich habe das früher deswegen auch schon gemacht, weil ich einfach individuell sein wollte. Jeder ist in H&M-Klamotten rumgelaufen, jeder sah gleich aus. Ich wollte anders aussehen. Und ich bin ganz froh, dass das inzwischen bei immer mehr Leuten einfach ins Gespräch kommt, sich eben an Secondhand-Kleidung zu bedienen. Die Madame Tamtam hat vor kurzem zum Beispiel wieder ein Video dazu gemacht. Finde ich echt richtig super. Weil sie hat eben auch die Reichweite, dass sie halt Leute auch inspirieren kann, mal da zu gucken. Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.